So Leute, was geht? Willkommen zum neuen Vlog. Ich bin auf der Gamescom. Wie gesagt, ich habe schon meine Insta-Story gepostet. Ich bin von Donnerstag bis Samstag da. Jetzt fängt der erste Tag an. Ich habe Todesbock. Alle meine Freunde sind da. Mia ist mit mir. Wir werden Vadial sehen, Dragstar, Amar, wen auch immer. Ich werde ein paar unangenehme Sachen drehen. Lasst jetzt schon mal ein Pre-Like da auf dem Video. Und jetzt nehme ich euch mal mit auf meinen Tag auf der Gamescom. Und davor auch alles. Wird sehr, sehr nice. So, Stay Healthy natürlich. Wir gehen jetzt gleich Ramen essen. Ich habe schon richtig Lust. Mia hat gesagt, ist der beste Ramenladen, bei dem sie war. Da war Max, falls ihr ihn kennt, damals Runcraft, da ein Papa Platte auch mal ein Video, der soll geisteskrank sein. Und hier natürlich sehr healthy mit einem Orangensaft. Ich habe mir ja noch ein Latte Macchiato geholt, weil sie mich den ganzen Morgen voll geheult hat. Die macht sich jetzt hier gerade fertig, das kann ich hier nicht zeigen, weil sonst werde ich gebannt. Sag hallo. Hi. Sophia. Das ist Mia. Stehst da wie ein NPC. Schönes Outfit, aber schöne Schuhe. Und dann von ihrer reichen Mutter. Geil, Mom. Oh. Okay. Angekommen. Hier ist Thomas Bart. Bart, sag was. Hi. Geiler Arsch. Hallo Mia. Für jeden, der schon immer interessiert hat, wie es hier aussieht, sind einfach so 10 Hallen oder so. Hinter Halle 8 gibt es da den Boxring, wo Skrillex und Tanzverbot sich hauen. Da reißt es ein bisschen mit. Das ist respektlos. Sie haben hier gerade 10 Minuten versucht, einen TikTok zu machen. Sag was. Das war ass. So langsam ist respektlos. Ehrlich. Also wirklich. Ich war noch nicht auf. Maybe Schluss machen. Jeden, der sich fragt, der nicht auf der Gamescom ist. So sieht, by the way, der Bull-Lounge aus. Da stehen die ganzen Leute, die immer so nach Bilder fangen und so. Und hier ist die Martelli. Und dann weiter. So, wir sind jetzt hier im Auto. Daddy Drexler. Luke, sag was. Hallo. Der hat sich gerade einen BMW schnell gekauft, weil der Fiat 400 war ihm da ein bisschen zu günstig. Und deswegen gab es einen BMW. Und Envy. Sieht man nicht. Hallo. Wir kommen jetzt zu den ernsten Themen. Wer nimmt wen? Das hat sich gereimt. Eure Mutter ist ein Schwein. Ja, jetzt war nicht so auf Dann ächze ich ein Bier und fahr mit einem Schlitten zwischen deine Mutters Titten, Digga. Yo, was geht? Also wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Gamescom. Wir haben Freitag. Der hier hat seine Kartrolle verloren. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Weil er bezahlt das alles. Genau, weil wir können uns nichts leisten. Deswegen. Games, komm! Hier gehen wir nachher essen. Gutes Steakhouse, obwohl es eigentlich Drexler gesagt ist, eine Touristenfalle. Wir waren letztes Jahr da, ist krass. Der Mann sucht hier irgendwelche Gutscheine von JD. Wir verarschen ihn jetzt, guckt euch an. Ja! Ja! Hier, hier! Ey, ich hab ihm voll geholfen. Digga, ich hab ihn tot gegiftet. Digga, ja, ist that in Euros? I win. It's your score. And what can you win? Wait one sec, let me count. So, 1, 2, 3,200. Okay, it's not enough. Look at the high scores. Willst du irgendwas sagen zum Vlog? Mir geht's super. Was sagst du, was du an der Creator Group einfach? Ja, klar. Creator Code Shanti! Reason 7! Shanti! Er hat gesagt Creator Code Shanti, war er, war nicht ich. Ah, wahrscheinlich. Ich hab eh keine. Na, macht nicht. Ich bekomme meine Auszahlung nicht mehr, weil ich so viele wenige Supporter hab, deswegen juckt nicht. Okay, dann supportet den. Supportet, wie heißt du? Reason 7. Reason 7. Make me rich, Digga. Wir sind hier jetzt alle essen und hier ist ein Schläfriger, Mann. Alex, sag was! Wir haben gerade eine Vorspeise gehabt, Nachos mit Guacamole war super. Ja, oder bei dir, Schatz? Super. Sieht gut aus. Boah, Digga. Easy Steak Fries, Steak, Burger. Und guckt euch diesen Pulled Beef Burger an. Boah, ich krieg einen Schlatter, glaube ich. Super, super, super. Und da ein schönes Bildchen. Er spielt mit der Kartoffel, als wäre es eine, legit eine Frau. Er wird tot gescampt. Gamescom ist scheiße, gestern war scheiße, alles ist scheiße. Und jetzt aufhören, wir fahren jetzt zu Gamescom. Recap vom Abend, Hadi. War scheiße. Schnee, wie war? Ja, es war alles gut. Wir waren nicht im Restaurant, wo ich euch noch geblockt habe. Danach, wir wollten irgendwo hingehen, halt irgendwo in eine Bar oder in einem Club oder was auch immer. Und einfach 4 Leute verlassen wir uns. Und dann kommen wir nicht mal rein. Vorbei, tot. Egal, jetzt Samstag, Gamescom. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken, weil ich habe Hunger, wie immer. Echt schön aus hier. Geil. Ja, Düsseldorf ist wirklich eine schöne Stadt, aber auch eine reiche Stadt. Das geht ins Video. Ja, man, the devils call me him. They call me God, cause I'm his highest. Jan Malte hat Mr. Savage getroffen. Hä? Ja, Mr. Savage hat ein Shirt dabei. Nice. Bye bye, guys. Digga, es ist so heiß. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wenn ich lang gehe, so, wo es heiß ist, schwitze ich.
es immer zwischen den Beinen so weird, Digga. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen Einpiss nebenbei, aber das fuckt übel ab. Macht, was ihr wollt, sagt irgendwas, grüßt wen. Was geht? Alle Wiesen abonnieren. Ja, alle abonnieren und kommentieren. Und liken. Okay, grüßt den Mann. Wollt ihr wegen grüßen? Familie und meine Freunde. Grüße Miley, meine Mutter, mein Bruder und meine Oma. Grüße alle meine Freunde und meine Familie. Geil. Kurz an deine Oma. YouTuber, folgt ja, mal. Backstage by Way. Well. Maus zu gewinnen, musst du mir in 8 Sekunden beantworten. Nenne mir 5 weibliche Streamerinnen. Sandy, Merle, Spark, Samantha und Wendel. Von 80. Ah, nee, das sind nicht über 8. Aber die müssen in den 1000 Euro. Hier sind wir bei den Behind the Scenes. Behind the Scenes, hier sind wir, Leute. Lasst alle ein Like da auf dem TikTok, damit ich so viel Geld gebe. Mach mal Hand. Jasper, das Ort. Ich. 1 Million. Okay, er hat Bro. In Kopenhagen bald die Fortnite-WM, da könnte er so weit kommen. Gibt sie wieder? Ja. Ja, so mäßig. Ich hab die früher geguckt, klar. Wo ist Buga? Wo ist er? Habt ihr seine Nummer? Ja. Ey, lass mich anrufen, Fan. Okay, er hat seine Hörnung. 7,5.000. Sagt 7.000? Ach so, ja, 750.000. Ah, nee. Weniger. 500.000. 600.000. Hä, dann hat er noch mehr. Hat meine 1K. Dann hast du auf Mobile überhaupt noch. Oder diese hier, ne? Mobile habe ich einen Heiter gemacht. Ey, er hat Speed, oder? Ich habe mich früher gefragt. Was, du bist der Mobile-Spieler auf einmal so. Ja. 1,90 lang. Bar, Bruder. Leute, alle Reasonays an Fortnite-Earnings machen. Er ist ein Ehremann, er hat für seine Familie ein Haus gekauft. Ja. Du bist ein Ehremann, Mann. Kuss. Kuss, Vadian. Und dir noch was sagen? Wir sehen uns. Kuss, Vadian. Vadian ist gerade gegangen, da hinten raus. Der Baller, der ist da. Ich schlaf alles. Pack den jetzt. Eine normale Bracker ist das, Digga. Es reizt nicht. Hallo Leute, wir sind hier gerade im Club. Ich hab nur Wasser getrunken, also. What the fuck? Wir sehen, wir waren gestern noch feiern. Jetzt Sonntag. Wir müssen jetzt in einer Stunde beim Bahnhof sein, um zu fahren. Werden ist mir, die packt gerade auch. Ja, Gamescom-Blog war ein bisschen random. Ich sag ehrlich, dieses Jahr Gamescom war okay. Du, letztes Jahr fand ich es besser, aber war auf jeden Fall schon gut. Aber ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr selbst Gamescom fandet, falls ihr da wart. Also es war, ich hoffe, ich konnte jeden so erfüllen, der mit mir ein Foto machen wollte und sowas. Am letzten Tag, Samstag, war es ein bisschen schwer. Weil alles so abgeriegelt von der Red Bull Area und dann konnte man keine Fotos machen. Und wir durften auch keine Fotos machen, weil es halt einfach zu viel war. Das war ein bisschen Fakt, aber ja. So, ich ficke die Deutsche Bahn. Ich bin um 14 Uhr hier losgefahren oder so. Oder nee, warte, 4 Uhr 13 Uhr irgendwas. Ich soll 17 Uhr da sein. Jetzt sitze ich in 17 Uhr. Steckers in Hannover. Deutsche Mann. Was geht, Leute? Ich bin jetzt zu Hause. Das war's mit dem Gamescom-Vlog. Wenn euch der Vlog gefällt, dann lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Es war zwischendurch ein bisschen lost, ein bisschen viel zu tun hatte und bla bla bla. Ich glaube, ihr könnt das sowieso verstehen. Ich küsse euer Herz für den ganzen Support. Kuss und haut rein.